Bock. Basti fragt ja auch mal, ob es im Moment irgendein Koop-Spiel gibt oder sowas, aber ich weiß einfach nichts. Mir fällt auch zurzeit gerade nichts ein, was man so koopmäßig spielen kann. Ich hab zu Basti gesagt Portal. Portal, aber das kannst du nur zu zweit spielen, ne? Das ist halt. Natürlich, aber so lustig. Basti hat ja irgendwie Lust auf Portal. Ja, das stimmt allerdings, ja, ja. Ja, ich weiß nicht. Er sagt immer, da muss man zu viel denken. Ich finde das ganz lustig. Ja, gut, das ist halt. Aber ich finde Portal ist geil, muss man schon sagen. Ich muss mal überlegen, wie viel das kostet. Ich glaube, ich kaufe mir das wirklich mal. Ich glaube, das ist kommt drauf an. Ich glaube, den Einser gibt es für unter 10 Euro irgendwo, habe ich mal gelesen, geschaut. Ja, aber ich weiß nicht, der Einser glaube ich kein Koop, oder? Nee, ich glaube nicht. Der Zweier ist bei 20 Euro oder so, höchstens, nicht mehr. Also niemals mehr. So, kleines ZVT hier gegen Dilm oder so heißt mein Gegner. Dilm? Ja. Das ja, ist sehr. Ja, oder wir spielen dann einfach noch ein bisschen Battlefield, so ist nicht. Das auch. Das ist auch eine tolle Sache, finde ich. Jetzt, wenn China Rising, jetzt habe ich auch meinen Controller. Spielt sich viel leichter, finde ich, mit Controller. Keine Ahnung. Ja, spielst du mit? Battlefield. Ja, spielst du mit Controller? Ja. Klingt blöd, aber ich spiele gerne Battlefield mit Controller. Habe ich schon bei damals gemacht, wo ich schon Dreier angezockt hatte. Habe ich. Kommt man überhaupt hinterher? Also Multiplayer? Ja, du spielst ja auf der Konsole auch mit dem Controller, ob du willst oder nicht. Natürlich, deswegen. Aber die anderen haben ja alle Maus und Tastatur. Ich weiß nicht, ich finde es mit der Maus und Tastatur, zumindest die, die ich habe, finde ich es echt nicht so toll zum Zocken. Muss ich ehrlich gestehen. Deswegen stehe ich eigentlich so drauf, wie ich. Also auf meine. Ding. Auf den Controller, den ich mir jetzt geholt habe. Muss ich ehrlich sagen. Ja, ist doch mal was. Grid könnten wir uns noch holen und dann zusammen zocken. Ja, Grid habe ich ja, also Grid 2 mit was. Ja, ja, aber ich meine, ich hole mir das noch. Denke ich mal, wahrscheinlich. Ich habe jetzt noch kein einziges Spiel auf Steam, muss ich ehrlich gestehen. Bis auf. Keine Ahnung. Naja, also keine Ahnung ist schon ein tolles Spiel. Das ist das Beste, das habe ich auch gehört. Das soll über 20 Stunden haben. Über 20 Stunden haben? Ja, Beste. Das ist der Beste. Wurde auch sehr positiv aufgenommen. Also ja. Ich habe nichts Schlechtes bis jetzt drüber gelesen. Und das spielt jeder irgendwann, ne? Also. Ja, das ist auch total gerade im Umlauf. Also ich habe irgendwie das Gefühl, ihr spielt das im Moment. Weißt du, die fragen mich alle und hast schon keine Ahnung. Und ich dachte, ja. Die wollen ja alle wissen, wie ich heiße und so. Ja, und dann geht's immer los. Ja, das ist schon brutalamente, ne? Also hier. So, jetzt hoffe ich mal, dass der Terraner hier keinen Cheese vorhat. Weil ich habe Hedge First gespielt, aber auf Frost eigentlich dürfte kein Cheese kommen, oder? Ja, auf Frost, ey. Da muss er schon extrem viel Lack haben, der Terraner. Schon, oder? Also auf Frost, das. Ah! Ist eigentlich schwer, da einen Cheese zu machen. Ach, er hat mich geowned. Fuck, ich muss doch nur noch dieses Kampf schaffen. So. Mal schauen, ob ich heute mal das Timing hinkrieg für Gas und für Roaches natürlich Roaches, auch. Roaches, alle spielen Roaches. Ja, aber Roaches ist schon, finde ich schon, ist schon gut, muss man. Jetzt mal im Ernst, also für Einsteiger ist echt ein guter Bild. Ja, überleg mal, was du brauchst, um das zu halten, ne? Überleg mal, das ist schon hart. Da kann ich mir schon vorstellen, dass es nicht unbedingt so ein Bronzespieler so halten kann. Er ist schon extrem, vor allem wenn du. Oh, jetzt hat er mich hier, Terraner. Keine Ahnung. Nein, wie hat er mich jetzt geowned? Nein, das gibt's nicht. You lose. So, jetzt hier. Machen wir das mal so. Alles klaro, Baro. Oh. Jetzt bin ich gerade noch am. Boah, ist es erst 11? Ja, ja, finde ich geil. Ha, du nicht? Ha, ich dachte, wir sind schon 1 oder so. Mensch, das ist irgendwas, wenn ich mal um 9 aufstehe oder so halb 10. Mal im Ernst, ich finde das so viel geiler, wenn man was vom Tag hat, so viel auch. Ja, natürlich. Vor allem am Wochenende. Ja,
So. Perfektes Timing fürs Gas nehmen habe ich schon mal erreicht. Das ist schon mal toll. Ich probiere es jetzt mal ein bisschen mit dem Creep Spread. Das habe ich noch nicht so ganz drauf gehabt, muss ich sagen. Das kann Basti auch erst seit jetzt. Beziehungsweise wenn er es denn kann. Ich weiß es nicht. Also nee, also Creep Spread fällt mir jetzt ehrlich gesagt noch extrem schwer. Da fokussiere ich mich noch eher aufs Makro, muss ich sagen. Das ist mir dann eher, also noch ein... Normal brauche ich immer nur eine Queen, die bei mir den Tumor setzt, die habe ich nie. Und deswegen läuft das bei mir nicht, weil den... Wenn ich einmal diese Creep-Tumore habe, dann läuft das bei mir. Dann creep ich über die ganze Map bis zum Gegner in die Base. Aber sonst... Und weiß vor allem, man nicht. Weiß halt auch echt, was passiert auf dem Links, auf dem Feld. Durch den Creep. Machen wir hier eine kleine Wall. So, oh, hier zwei, die zu viel sind, die können ja runter. Na, und dann... Ciao, Juken! Schauen wir mal, ob ich die Watchtower bekomme. 1-1, mein Sohn. Was 1-1? Fallen und out. Oh, du bist ja hier ein Monster in dem Spiel. Ja, dann verliere ich wieder. So, machen wir mal ein paar Ovis hier. Und ein paar Roaches. Ey, Motherfucker. Ah, jetzt hat. Die Queens hier zum Blocken. Ah, da war eine ganz schöne Army hier mittlerweile, der kleine Mann hier. Ich brauche Mineralien, das ist nicht so gut. Boah, ich wurde schon wieder geaunt, das gibt's doch nicht. Bin ich nicht nett. Finde ich nicht gut, finde ich nicht gut. Oh, da kommt der Terraner. Ich habe ihn gesehen. Ich habe ihn einfach gesehen. Oh, ich bin gut. Was hat er denn gemacht? Will er reindroppen oder was? 430 Push hat er gemacht. Niemals. Das ist niemals ein 430 Push, Mann. Aber... Er wird's verkacken. Das können immer die Leute, die Reaktion auf den 430 Push. Wenn ich immer gespielt habe, kam immer LOL, what are you doing? Und dann sowas, wenn sie verloren haben, I never seen this before und so. Ja, ja, das ist so Wahnsinn, wie die Leute dann gleich alle beleidigt sind, nur weil man einen 430 Push spielt. Na, sind ja nicht beleidigt, ich fand das immer interessant, was da gerade passiert ist. Weil die bauen sich halt schon auf und auf einmal kommst du da mit allem, was da ist. Marines, nur BBFs und allem. Ah, stimmt, aber das ist schon echt fies, muss man einfach so sagen. Ein 430 Push, der geht schon ans, er ist doch so, Mann. Er ist schon... kriegt man nicht jeden Tag zu sehen. Ist eine lustige Angelegenheit, finde ich. Deswegen war der auch so erfolgreich immer. Bitte? Deswegen war der immer so erfolgreich. Ja, also ich habe echt viel gemacht. Du weißt ja noch, wie ich war. So Goldliga, wo ich damals war. Habe ich mit 430 Push alles zerrissen, ne? Weißt du noch? Natürlich, 20-7 oder was zustande ist. Ja, ja. Geil. Allein in Gold, einfach nur 20-7, nur durch einen 430 Push, Mann. Fand ich schon echt geil, muss ich ehrlich sagen, aber irgendwo ist das dann halt. Hat's dann auch nicht so viel gebracht fürs, naja, Makro und so. War dann doch nicht mehr so erfolgreich, irgendwann. Boah, ich hab gewonnen. So, dass ich jetzt... Naja, aber man hat sie gemerkt, dass die konnten das voll die Zergspieler konnten, das immer gehalten, finde ich. Ja, da hast du recht, also da haben die Zergspieler schon extrem... Weil die haben immer viel Länge gehabt und das hat dann schon gereicht. Ja. Das ist wohl wahr. Aber meine Injects sitzen ganz gut. So, jetzt habe ich mich fast gemaxt und dann laufe ich mal los. Viel Grau, 50 Energie, Leute.
Okay. Ich nehme jetzt mal meine dritte Base. Ah, jetzt kommt er mir mit Panzern an. Die muss ich schnell wegfetzen. Ah, ich gehe mal kurz aufs Klo, mein Sohn. Ah, hab ich ihn schön genommen. Ah. Wunderschön habe ich ihn genommen. Also er wollte gerade angreifen mit seinen Panzern, die zurechtrücken, aber dann habe ich ihn richtig eins... Ich habe es ihm richtig besorgt. Muss ich einfach sagen. Die dritte deny ich ihm jetzt auch. Das kann nicht sein, dass er die bekommt. Ah, das hat er verloren. Das kann er nicht halten. Niemals. So. Das kann er nicht halten, denke ich mal. Die dritte muss ich ihm jetzt nehmen. So, haben wir das auch geklärt. Super! Den Terraner hätten wir dann eigentlich so gut wie besiegt. So. So. Mal so. So langsam geht uns hier auch die Mineralien aus. 2-2 habe ich jetzt. So. Ja, aber da müssen wir uns echt was einfallen lassen, muss ich ehrlich sagen. Soll der jetzt nur kommen, der Terraner? Ist mir eigentlich recht Wayne. Ich bin eigentlich so gut wie maxed. Okay, haben wir hier noch einen Inject. Super. 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 Wow, 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 wow. So, weiter pressuren muss ich jetzt. Super. Super. Wow, wow. Hat er sich hier was genommen? Nee, hat er noch nicht. Gehen wir mal nicht durch das Front Door, sondern von hier. Machen wir mal Druck von hinten. Eine Reaktion. Hm.
Oh, ich glaube, diesmal hat er mich sogar erwischt. Das glaube ich aber nicht. Ah, ich habe gewonnen. Ah, geil. Aber ich glaube, das hätte ich sogar noch verlieren können, hätte ich nicht jetzt angegriffen. Ich habe halt eigentlich einen recht späten Push gespielt, habe dann aber seine komplette Army zerlegt, weil er gerade am Makron war und nicht reagiert hat auf meinen Angriff. Also hat irgendwie 8 Sekunden, nachdem ich angegriffen habe, erst seinen Stim reingehauen. Und dann war halt seine komplette Ground Army schon weg. Dann hat er einen Doomdrop gestartet mit seinen 20 Marines oder so, die er noch hatte. Und ja, dann war ich aber schon hinten in seiner Eco, in seiner Mainbase. Das war sein letztes Mineralienvorkommen, so ungefähr. War also in Ordnung. In Ordnung. Aber ich muss besser spielen, das war echt, das war zu passiv. So wie immer eigentlich, wo ich damals gespielt habe. Weiß ich nicht, aber er hat schon nicht schlecht gespielt, der Terraner. Finde ich jetzt. Ich habe halt Glück gehabt, dass ich den Drop hinten abwehren konnte, ohne große Verluste. Und gleichzeitig vorne auch aktiv arbeiten konnte an dem. Den richtig bearbeiten, schön von links und rechts. Was schreibt er mir denn? Schreibt er zu mir more tanks? Fragezeichen. Keine Ahnung. Ja. Keine Ahnung. Naja.